aus der Netflix-Serie The Expanse, beziehungsweise aus dem Roman The Expanse oder der Romanserie. 4, 5, 6, 7, 8. Guten Abend an 7ZT. Bauen wir das Ganze nämlich mal rückwärts zusammen. So, 4, 6, 8. Wenn du das fertig sehen möchtest, dann kannst du Ausrufezeichen Lego eingeben, denn es ist nicht Lego und in der Programmiersprache C oder in C ähnlicher Programmiersprache, C-Syntax ähnlicher Programmiersprache, ist das Ausrufezeichen das Befehl zum Negieren, also zum Invertieren von einem Wert. Also wenn ich quasi den Zustandswert wahr habe und ich mache ein Ausrufezeichen davor, dann ist es nicht wahr. Und da wir hier nicht Lego bauen, können wir das Ausrufezeichen im Befehl zum Negieren davon nutzen. Ja, so der Plan zumindest. So, ich habe ja gerade eben angefangen mit einem kleinen Teaser, dass ich heute ein sehr interessantes Gespräch auf der Arbeit hatte. Wir bauen ja, für alle, die schon länger dabei sind, die wissen das natürlich, wir bauen ja elektrische Geräte, ja, tun wir. Im Moment auch, obwohl es Chipkrise ist. Es ist ein wenig anstrengend, im Moment was zu bauen, aber es ist machbar. Und ja, da sind wir jetzt so weit, dass wir in Serie gehen können, wollen und sind. Also Serienstart ist durch, das heißt, das Produkt ist soweit als fertig definiert. Da sind sie. Und nee, Ausrufezeichen, true gleich false. Genauso sieht's aus, ja. Was ist eigentlich mit dem LED-Panel? Oh, das ist noch gar nicht da. Ja, das ist an, das funktioniert, ist lediglich die Kamera nicht geladen. Moment, haben wir gleich. Und dann komme ich auch dazu, meine Geschichte zu erzählen. So, Farben noch anpassen und Helligkeit noch anpassen. Und gucken, warum es flackert. Warum flackert denn das jetzt? Cool. Cool, das ist auch neu. Das hat es auch noch nicht gemacht. Machen wir es nochmal aus, nochmal neu an. Nochmal aus, nochmal an. Nö, will flackern. Heute will es einfach flackern. Das ist ja interessant. Na gut, wenn wir es mit der Beleuchtung lassen, dann flackert es nicht, ne? Farben noch anpassen. So. Dann gucken wir nochmal, ob wir die Helligkeit auch anpassen können. Nö, da flackert es wieder. Oder wir machen es ganz dunkel. Dann sieht man das Flackern nicht so. Oh, ist ganz dunkel, da sieht man das Flackern nicht so. So. Ja, und das Gerät ist am Netzwerk angeschlossen, beziehungsweise am Internet angeschlossen. Es ist nicht direkt Internet-Facing, ja, sondern es ist über ein Netzwerk mit dem Internet verbunden und nutzt auch die Netzwerkverbindung zum Kontaktieren von Dingen im Internet. Und um dort eben saubere Arbeit zu leisten, haben wir eine IT-Security-Firma damit beauftragt, einen Penetration-Test vorzunehmen. Das heißt, die gehen jetzt her und spielen halt einfach böse Angreifer und versuchen eben in das System einzudringen, um dort Dinge zu tun, ne? Also im Sinne von Geheimnisse auslesen. Also Zugangsschlüssel, Keys, um so zu tun, als wäre man das Gerät. Keys, mit denen man Keys erzeugen kann, um irgendwelche Authentizitäten zu validieren. Ja, also wir haben ja externe Geräte, die man dranhängen kann. Und von diesen externen Geräten, die man da dranhängen kann, haben wir eben teilweise kodierte
Speicherchips drin, mit denen die validiert werden können, dass das erstens authentische Dinge von uns sind und zweitens kann man dann noch sowas wie Lebenszeit sowas abspeichern. Im Grunde genommen wie Druckerpatronen, nur dass die bei uns nicht leer gehen, sondern dass das einerseits dazu verwendet wird, um rauszufinden, wie lange so Zeug überhaupt hält, bevor es zurückgeschickt wird. Eben um zu validieren, dass wenn ein Servicefall auftritt, auch Originalteile eingesetzt werden von uns. Mit Vorinformation oder ein Blackbox-Szenario. Ein Blackbox-Szenario und das, Negolus, vielen lieben Dank fürs Folgen. Guck mal hier, da müsste jetzt auch der Ritter angegangen sein, der da hinter mir sitzt. Da. Und der funkelt dann immer böse, bis er jetzt gleich aufhört zu funkeln. Dann irgendwann gleich, jetzt so in der nächsten Zeit. Da haben wir zu schnell rübergesprungen. Blinky Blinky, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Richtig, Blackbox-Szenario. Und da waren wir heute beim Scoping und haben halt mit denen abgesprochen, was so das Szenario ist, was wir als Bedrohung sehen. Das Szenario, was sie testen sollen, gegen das sie testen sollen. Ja, und da darf man halt, also du musst halt jemandem, der so ein Gerät noch nie gesehen hat, und damit auch gar und überhaupt nicht weiß, wie das eigentlich aufgebaut ist, dem musst du ungefähr erzählen, was es ist, was man damit tun kann, wie es aufgebaut ist, aber nicht so genau erzählen, wie es aufgebaut ist. Und bloß nicht zu viel Informationen geben, weil die hätte ja der Angreifer auch nicht. Und ich meine, wir wissen natürlich, wie man da...